Willkommen zurück, meine Freunde, bei Resident Evil Revelations. Wir haben genau hier aufgehört und sind immer noch auf der Suche nach dem Aufzug. Wir haben den Raum hier gesäubert und jetzt müssen wir noch den Aufzug finden. Hier geht's nicht mehr lang. Wir sind eigentlich ganz gut. Wir sind ganz gut ausgerüstet, was Waffen und Munition angeht. Hier können wir durch. Hilf mir mal. Genau, alleine okay, wird das nichts. What? Jessica, schnell! Oh oh. Na los, 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 die kommt. Boah. Kleine Bastarde! Hoffentlich hält sie das auf! Los, der Aufzug ist da drüben. Ja. Alles klar hier. Handgranate, Munition. Lass mal vollpacken, das Ding. Hier gibt's noch mehr Munition. Oh, das sieht irgendwie so nach einem dicken Kampf aus. Hier gibt's so viel Munition. Das muss einfach was Großes werden. Was zum Heilen brauchen wir nicht, ist sogar voll. Eine Packung haben wir noch. Wenn man uns so ausstattet, dann passiert da auch irgendwas. Vielleicht schon hier. Ach, komm schon. Sie sind gleich da. Sie sind hier. Wo, wo, wo? Sie kommen deinetwegen. Sie wow. Tut mir leid, ich stehe nicht auf Monster. Ah! Du Mistvieh. Hat er mich erwischt. Wann kommt denn der scheiß Aufzug? Eine Runde noch, hä? Leute. Na komm. Boah, wie viele sind denn das? Ich muss erstmal laden, sorry. Mann, wann kommt der scheiß Aufzug? Na endlich. Nein! Ich muss laden! Jetzt weg hier! Jessica, worauf wartest du noch? Meine Fresse! Nein! Ja, dachte ich auch. Okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass morgen die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja. Von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Ja, so vertuscht man das halt, ne? Getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich.
Tja, vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Jetzt müssen wir zum Helikopterlandeplatz. Das sollten wir noch hinbekommen, irgendwie. Wir müssen mal kurz die Waffen checken. 2 Schuss. Naja, okay, wir haben noch ein bisschen Muni über. Oh, wir sind ja schon da. Okay, die Dame zuerst. Okay. Dann haben wir es. Hallo? Achso, wir sind schon drin. Ich dachte schon. Der Krieger ist ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Ja, das war das Ende von Terra Grigia. Ein unrühmlicher Abgang. Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Er ist auch kaputt. Auf dem Schiff nach Antworten suchen? Nein, die Gedanken sind nicht verlockend. Aber man kann es nicht ändern. Oh ja, Munition ist immer gut. Das ist gut. Erstmal hier umschauen. Oh nein, oh nein. Voll in den Kopf. Man muss sich ja umschauen hier. Aha. Der Schlüssel mit dem Steuerrad. Wenn das mal nicht gut ist.
Hier gibt's lauter Zeug. Munition. BOW-Fallen. Spezialzubehör. Schrotgewehr-Munition. Sehr gut. Und hier ist schon so eine Steuerradtür. Aber wir haben ja noch mehr davon. Also diesen Schlüssel können wir noch öfter gebrauchen. Noch mehr Munition. Was ist das? Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster, echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Alles klar. Was haben wir hier? Karte der Innenräume, okay. Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Aha. Das Wappen brauchen wir, um die Schrotflinte zu kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den habe ich ja gar nicht gesehen, den Typ. Lecker. Wie schrecklich muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Wahrscheinlich ist er das auch, der diese Nachricht da verfasst hat. Hier noch was? Nee. Okay. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Ja, na klar sollten wir das. Geht das hier? Funktioniert nicht. Habe ich mir gedacht. Also, zurück, Marsch, Marsch. Gut, wir müssen Raymond finden. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Von der Arbeit. Sein Rekrut. Oh, hi. So. War hier was drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Eher nicht. Nö. Der Aufzug geht, ja. So. Untere Kabinen, obere Kabinen. Wir fahren nochmal in die oberen. Weil da gibt's eine Schrotflinte, die möchte ich gerne haben. Wenn ich mich nicht täusche. Da ist das Steuerrad. Nee, war das da? Ja, meine Orientierung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nein, das war mein Zimmer. Da können wir wieder raus. Um den brauchen wir uns nicht zu kümmern. Um den auch nicht. Mann, wo war das Zimmer mit der Schrotflinte? Verdammt nochmal. Das muss ja hier gewesen sein dann. Ja, ich glaube, hier war das irgendwo. Kann das hier gewesen sein? Ja. Hier muss das Wappen rein. Genau. Das habe ich mir gedacht. Und jetzt darf man die Windham an sich nehmen. Wow. Okay, den haben wir schnell ausgeschaltet. Gut reagiert diesmal von ihm. Oh, warte, warte, warte. Munition. So. Ich
jetzt können wir zurück in die unteren Stockwerke. Oder untere Kabinen waren das ja. Wobei ich ja glaube, dass ich hier mich mal wieder verlaufen habe. Ja. So ein bisschen. So. Was? Ach, Ette. Und er. Ach du Scheiße. Nee, nee, da gehen wir wieder. Macht's gut. Ich will zum Aufzug, ich will zum Aufzug. Und mit diesen riesen Brocken will ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen. Da flüchten wir doch lieber. Mann ey, wo war denn der Scheiß? Hier? Ja. Hier ist das schon, okay. Hier lang. Hier ist die andere verschlossene Tür. Da wollte ich auch rein. Wieso nicht? Hier gibt's noch was. Notiz aus Raum 303. Was zur Hölle geschieht hier? Im Schiff wimmelt es vor Monster. Die reißen hier alles in Stücke. Monster wie diese habe ich noch nie gesehen. Sie wirken unbeholfen. Doch wenn sie einmal zupacken, ist alles aus. Diese Drecksviecher haben mein Freund Hasan auf dem Gewissen. Bastarde. Ich habe sie mit der Knarre verscheucht und mir so Zeit zum Fliehen verschafft. Zum Glück ging die Kugel durch den Arm. Die Knochen dieser Monster sind wie die einer alten Frau. Mir sind alle Fluchtwege versperrt. Dieses verdammte Monster hat mir mein Bein ordentlich verdreht. Verdammt, Munition habe ich auch keine. Keine Ahnung, ob ich das hier überlebe. Ja, dass die weiche Knochen haben, das merkt man ja auch. Die bestehen ja auch nur aus so einem komischen Glibber. Ja, was gibt's jetzt hier Tolles in dem Raum? Überhaupt nichts. Nur die Nachricht. Kurz mal scannen. Da. Ups. Oh. Illegales Zubehör. Das ist immer besser. Da hat sich das ja wenigstens gelohnt. Dann hauen wir jetzt ab hier. Genug schlechte Nachrichten. In die unteren Kabinen, da sollte es was zum für Notfälle geben. Ah, da sind wir auch voll. Ja, aber was hier in den unteren Kabinen ist, würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, bedanke mich fürs Zuschauen. Rinje hauen und auf Wiedersehen.